Der weltweite Schuldenberg wird immer größer. Derzeit sind Schuldtitel im Wert von 100 Billionen Dollar im Umlauf. Das hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BIZ in ihrem aktuellen Quartalsbericht bekannt gegeben. Zum Vergleich, vor der Lehman-Pleite 2008 betrug das Volumen nur rund 70 Billionen Dollar. Seitdem hätten Staaten und Unternehmen jede Menge neue Anleihen ausgegeben. Vor allem die Finanzierung verschiedener Konjunkturprogramme habe einen hohen finanziellen Aufwand für die Länder verursacht. Außerdem hätten die Staaten viel Geld in Bankenrettungsprogramme investieren müssen. Grundsätzlich habe die Finanzkrise jede Menge Vertrauen zerstört, erklären die Experten der BEZ. Gerade im Bankensektor macht sich der Vertrauensverlust besonders bemerkbar. Die Banken leihen sich untereinander weniger Geld. Das gilt vor allem für Kredite ins Ausland. Die haben in den vergangenen Jahren laut BEZ abgenommen. Seit 2008 seien Auslandskredite um ein Viertel gesunken, so die Experten. Skandale wie zuletzt die Manipulation des Libor-Zinssatzes sind sicherlich nicht geeignet, um neues Vertrauen zu schaffen. Es zeigt sich also, dass die Auswirkungen der Finanzkrise noch lange nicht ausgestanden sind. In der Finanzbranche ist längst die Rede von einem globalen Schuldenmonster.